Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Destiny 2. Heute werden wir unsterblich werden. Oder zumindest heißt es das Abenteuer, welches wir heute bestreiten werden. Genau so. Holidays Crews berichten von einem Ritter mit einer ganz seltsamen Aura. Er ruiniert mit seinen Faxen unseren ganzen Zeitplan. Meine Crews wissen, wie es läuft, Sloan. Regelmäßige Wartung ist der Unterschied zwischen einem Sparrow, der rast, und einem Sparrow, der rostet. Klar, das Rick gewinnt kein Rennen. Der Ritter ist mir im Weg. Erledige ihn. Ei, ei, auf dem Weg dorthin. Wir sind und klettern jetzt hier hoch. Okay, alles wird cool. So, hoch hier. Was zum Teufel bist du für einer? Könntest du wohl stehen bleiben? Ah. Der Unzerbrechliche. Wir haben den Ritter ausgeschaltet. Aber er konnte durch eine Art Zauber fliehen, bevor wir ihn vernichten konnten. Neue Scharzauber. Na herrlich. Okay. Lass ihn nicht davonkommen. Das ist so lästig. Jetzt weiß ich, was die Kabale von uns halten. Dafür bin ich nicht in Stimmung. Na, der Zauber kann ihn nicht ewig schützen. Bleib schön da, wo du bist, mein Freund. Das ist der Unzerbrechliche. Was müssen wir machen, um das Ding zu vernichten? Sehr gute Frage. So. Oh, er hat was Blaues da liegen lassen. Wahrscheinlich wieder ein Brust. Oh nein, Handschuhe. Wo lang diesmal? Diesmal rechts rum, okay. Aber ihr lebt ja noch was. Nein, du nicht. Und du auch nicht. Hallo. Ich bekämpfe die Schar schon seit Ewigkeiten, wie ich ungern zugebe. Das ist eine Art Ritual. Sie verlieren absichtlich? Also, werfen Sie einfach das Handtuch? Vielleicht. Aber was ist Ihr Ziel? Wieso dieses Ding andauernd sterben lassen? Vielleicht bis es den richtigen Würzkörper gefunden hat. War der Staubsaugerbot wieder recht? Das erklärt, warum es so sauber ist. Na? Hör auf, 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 hör auf. Und zerbreche hier schon wieder am Start hier. Ein Schild und noch kein Schaden. Also ne, kümmern wir uns um den Negro da hinten.
oder um alles, was sich hier in unserem Gesicht befindet. Okay, das waren drei. Sloan, sollen wir weitermachen? Wenn das ein Ritual ist, dann führt das alles irgendwo hin. Ich will, dass ihr das bis zum Ende aussteht, egal wie das aussehen mag. Na toll. Jetzt sonst was kommen. Und zumindest hat seine Form nicht geändert bisher. So. Karneplörre nehmen wir auch mit. Okay. Nein! Wo kommst du denn her? Ich dachte, das war nur einer. Akolyten, Hexer, ne, auch nur ein Akolyt, okay. Blauer Loot! Nicht durch! Rip Boy! Sesam, öffne dich. Was für abgefahrene Technologien und Funktionen die haben. Schieß in drei Augen. Nochmal. Grafikfehler. Du hattest recht, Sloan. Die
Mit genug Feuerkraft kann man sogar Schadzauber zerstören. Gute Arbeit, ihr beiden. Holiday und ich haben gerade darüber gesprochen, wie fremd uns die Schar ist. Ja, ja. Sie huldigen dem Tod. Wir dienen dem Licht. Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß. Ist schon eine spannende Sache. Willst du die Seiten wechseln, Amanda? Oh nein. Amanda würde durchdrehen und nach einer Woche würden Leibeigene durch die Kommandozentrale schwirren. An die Arbeit. Perfekt, Mission abgeschlossen. Und dann können wir mal auf die Karte gucken. Dingsobjekt hätten wir noch. Wir könnten auf jeden Fall noch mal unsere Sachen abgeben gehen. Aber vorher muss ich einmal kurz still sein. So, geben wir mal unsere ganzen Rewards ab, die wir so eingesammelt haben. Bevor du kamst, war der Ort hier ein Schar-Ritual entfernt davon, in den Ozean zu stürzen. Und jetzt? Sie würden sich lieber unter einem Stein verkriechen, statt es mit dir aufzunehmen. Manchmal fehlt es mir, in einem Einsatztrupp zu sein. Wenn du also einen Titanen brauchst... Vielleicht eines Tages. Commander Zavala hat mir aufgetragen, die Front bei Saturn zu halten, und das mache ich auch. Ich halte dir von hier aus den Rücken frei. Gib nicht auf da draußen. Ei, ei, alte Frau. Ah, es fehlt noch so wenig. Verflucht. Fehlt echt nicht mehr viel. Ich glaube, das würde ich ganz gerne noch voll machen. Haben wir noch irgendwas zu tun auf der Insel? Na, wir können uns hier den anschließen, aber es geht erst in 5 Minuten los. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen Zeit. Okay, überbrücken wir die Zeit mit einem Cut. So, mittendrin im Gefecht. Verdammt, ich habe versucht, verpeilt zu sprechen. Aber nun sind wir hier irgendwie auch nur zu zweit. Das wird also eine sehr knifflige Angelegenheit. Ah, jetzt sind wir zu dritt. Da vorne ist noch jemand dazugekommen. Oh, der Ritter ist immer noch nicht tot. Ich habe schon so oft auf ihn rumgeschossen, aber ich mache einfach zu wenig Schaden, um ihn effektiv abzumurksen. Anscheinend sind wir jetzt auch vollzählig mit 4 Leuten. So.
Jawohl, jawohl. Das war die letzte Versengungswaffe. Diese Plünderer bekommen die nicht in die Krallen. Fuck. Alles andere würde zu lange dauern. Verdammt, dass sich auch keiner um die Kleinen kümmert, während man die mit den großen Sachen rumballert. Ey, schon wieder ernsthaft? Die Friesen haben aber auch weg, die beiden hier. Ja, wir haben ihre Feuerkraft geklaut und ihre Läufer zerstört. Wir haben diese Explosion von hier gespürt, aber wir stehen noch und die Gefallenen nicht. Das verdient großes Lob. Boah. Was ein Bockmist. Das war mal richtig schlecht. Ja, da hatten wir ja schon wirklich bessere Gefechte gegen die Viecher. So, gucken wir mal, ob jetzt unsere Sachen reichen, die wir da einreichen können. Um damit noch Reward zu kriegen. Ich glaube, wir sind eh noch in die Stufe 15, S14 oder so. 13? 14. Hüter, sprich mit mir. Das könnte reichen. Jawohl! Na, die Sachen brauchen. Aber. Okay. Okay. Ein Enneagramm kriegen wir dann. Alles klar, Ruf ist voll. Dann können wir rein theoretisch. Zur Farm. Zur Erde. Ein Bruchstück des Reisenden wollte ich nochmal. Um unsere Dings zu verbessern. Fähigkeiten. Wir haben dann nämlich noch diese eine Scherbe, die wir aufladen müssen. Naja. Auf geht's zur Erde. Mit unserem mehr oder weniger schicken, ja, Gleiter. Oder was auch immer das ist.
Schon wieder der Wald. Unser letzter Besuch war zumindest unvergesslich. Mal sehen, was wir finden können. Neue Karte auf und markieren wir uns hier schon mal das Bruchstück des Reisenden. Haben wir das nicht gerade angeklickt? Betritt den Düsterwald, Attacke. Alles klar. Ach ja, trautes Heim, Erd allein. Oder so. Geht doch. Hallo. Der Düsterwald. Oh, was ist das? Wow. Palim. Ich wollte nur zum Reisenden. Tolle Atmosphäre hier. Hey, siehst du das? Da drüben, das Licht. Dies ist die Form und die Spitze des Zahns. Alles, was lebt, wird auch sterben. Nun fliege ich zwischen grün-schwarzen Sonnen im Labyrinth jenseits Krotas Gottessterns umher. Dies ist die Oberwelt, das Meer der Schreie, wo die Thronuniversen der großen Schar in ewiger Herrlichkeit schwären. Ich bewege mich zwischen ihnen umher. Ich zeichne die Formen und Verbindungen dieser Welt auf. Da fahren wir ein bisschen mehr zum Licht, oder wie ist das, wo wir hier sind? Ich möchte im Turm auftauchen und sie verspotten. Io, Io, ich schlafe niemals. Ich tanze in Licht und Schatten und ich schlafe niemals. Ich werde niemals sterben. Ich werde niemals sterben. Ich will sie fragen, wenn ihr euren Gesetzen hierhin gefolgt seid, an diesen zitternden, angsterfüllten Ort, welchen Nutzen haben dann diese Gesetze? Doch ich habe Dinge zu erledigen. Ich schreie in tiefe Orte hinein. Osiris, so rufe ich. Osiris, Osiris, kannst du mich hören? Der Reisende kam aus der Leere, die alle Dinge umgibt, hervor. Deswegen wissen wir, dass die Leere eine große Macht birgt. Und wir treten ohne Angst in die Leere ein. Kleingeister werden deine Fähigkeiten Blasphemie nennen. Sie werden dich mit den monströsen Scharhexen vergleichen. Oh, falsche Knarre. Achtung, Gefallene! Alles klar. War ja auch viel zu lange ruhig. So, den Captain mussten wir jetzt abmuxen, weil der hatte eh kein Schild mehr.
Der wollte ich eh nur zur Last gefallen. Alles klar, so, komm her. Hier war noch einer, oder? Ja. Erledigt. Oh, ist das interessant. Irgendwie die Schwerkraft weg und, naja. Vielleicht sind diese Lichtprojektionen Lektionen. Aber nichts kann dich aufhalten. Ausgestattet mit dem Licht des Reisenden und bewaffnet mit der geheimen Physik einer verlorenen Zeit, wirst du die Realität zerreißen. Du fürchtest nichts, doch alles fürchtet dich. Meint er mit Unsterbliche? Hüter, die mit dem Licht ausgestattet sind und alle anderen Wesen? Was ist die Leere? Was erlebst du, wenn du sie beschreitest, obwohl es in ihr nichts zu sehen gibt? Das Vakuum zwischen den Sternen, der Geruch von Fäulnis, das ohrenbetäubende Grollen, das nur in absoluter Stille hörbar ist. Die Schamanen der alten Welt sollen ihre Augen verdeckt haben, um die Toten sehen zu können. Diese Männer und Frauen waren die ersten, die die Macht der Leere und des Lichts des Reisenden entdeckten. Wir haben ihre Methoden perfektioniert, indem wir auf ihren Pfaden gewandelt sind. Wer blinzelt, kennt den Weg. Noch ein Bruchstück des Reisenden. Aber wir sind nicht allein. Offensichtlich. Warum erstmal ein ganzes Magazin daneben schießen? Ist doch was. Wow. Tschüss, Captain. Haben wir's? Das Bruchstück hat uns gerufen. Ich weiß es. Outfit noch cooler. Das ist das Geschenk des Bruchstücks. Nutzen wir es. Leere Läufer.
Tschüss. Alles klar. Reif der vergessenen Kriege. Zack. Hier, frisst einfach meine große böse Kugel. Okay. Muss ich mal völlig ausleben mit seinem Ultimate. Diese heldenhafte Musik. Habt ihr das jetzt? Hier, da nochmal. Ich bekomme Funkübertragungen der Gefallenen rein. Sie rufen Verstärkung. Nein! Unglaublich. Wenn das ein Test war, haben wir bestanden. Ja. Minimalen Verkacken. Eieiei. Das war schon ein bisschen heftig gerade. Hallo? Ich bin sicher, der Reisende hat uns bewusst in den Wald gerufen. Unfassbar, dass selbst ein kaputtes Bruchstück noch so viel Gutes tun kann. Ja, war ein bisschen heftig. Und nun? Ausrüstung freigeschaltet. Neuen Fokus. Kannst aber zu den alten wechseln. Leere Läufer.
Ah. Eine Granate, die sich in Streumunition aufteilt, ein großes Gebiet von mehreren Explosionen verursacht. Lenkgleiten. Springen, während du in der Luft bist, um zu gleiten. Das klingt cool. So, jetzt haben wir hier die Sachen noch. Entropiezeug. Ich fand eigentlich, das für andere sah cool aus, aber verschlingen. Eliminiere einen Feind mit einer Nahkampffähigkeit. Okay. Du musst wahrscheinlich das eine lernen, um das andere zu lernen. Oh. Ah, guck, jetzt können wir hier einfach hin und her wechseln. Ah, dann haben wir hier auch noch die Punkte zum Vergeben, okay. Gut, das werde ich mir mal in Ruhe angucken. Wir rüsten uns einen neuen Warlock-Greifer aus. Den Rest würde ich ganz gerne zerlegen und währenddessen verabschiede ich mich aus der heutigen Episode von Destiny 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich freuen über ein bisschen Feedback und ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye. Waffenmeistermaterial einlösbar. Okay, cool.